Und ein wunderschönen Hakuna. Meine Tatas, geil, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Heute das wohl niceste Finale in Ranch Sim, was man sich nur so wünschen kann. Denn wir werden heute ein Autorennen fahren. Ja, wir machen einfach aus dem Ranch Simulator, machen wir einen Racing Simulator. Man kennt ihn. Mit Deko und der Wegdienst geht kurz rüber zu Ares und Nugi. Die schlafen wahrscheinlich auch hier wieder irgendwo. Hallo. Oh nein. Ist es weird, wenn ich aus dem Glas trinke, aus dem meine Katze schon getrunken hat? Nein! Jawohl, guten Morgen! Guten Hallo. Morgen, liebe Sohn! Ich brauche eine fachliche Einordnung. Wenn eine Katze... Ob das weird ist? Also ich hatte mein Glas geht's. Wasser aus dem Tisch stehen. Ja. Und meine Katze kam, hat da ihre Pfoten reingetunkt und als sie gemerkt hat, dass es Wasser ist, hat sie auch einmal selber rausgetrunken. Ah, alles in Ordnung. Ja, ich glaube, deine Katze geht auch mit ihrer Zunge auch nur an ihr Poloch, oder? Also, ja, also daher passt trinkst du ihr Poloch gerade? Relativ regelmäßig, ja. Eigentlich schon, ja. So, okay, Party People. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht arbeiten müsst. Also mal bitte die ganze Milch zusammenbasteln. Ich arbeite jetzt erstmal weiter an der Strecke. Wir haben nämlich ein paar Sachen noch vor. Es wird ein Autorennen. Plus ein bisschen Schießerei, also ein Biathlon, man kennt ihn. Biathlon, und Deko? Schießerei. Deko, du kannst bitte auch... Ja? Ich bitte gerade unser Pferd. Okay. Oder auch nicht. Ja, die Frage ist, ob ich hier alles so ein bisschen noch enger bauen soll. Ich glaube, das wäre gar nicht so blöd. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der nochmal richtig viel Holz kauft. Kriegen wir das hin? Wer will? Mhm. Ja, wer möchte? Wer hat noch nicht? Ich bin gerade bei den Kühen. Holz kaufen kann ich gleich machen. Okay. Mhm, das wäre sweet. Wenn man mich für nichts anderes braucht. Okay, nee, das hat geklappt. Der Wassertrog ist befüllt, aber... Ah, jetzt auch der Futtertrog. Okay, das Pferd wird nicht verhungern. Mit dem LKW, ne? Yes. Was schätzt du, wie viel Holz muss ich kaufen? Einiges. Ja, mach voll das Ding. Ja, voll machen, ne? Was haben sie getrunken? Einiges. Kennt ihr den? Klassiker, Digga. Einiges. Ja, aber Ranch Sim geht... langsam ins Finale. Keine Schweine diesmal gemacht. Das hatten wir in der letzten Staffel. Dafür alles, glaube ich, was neu war. Das war euch auch so, ne? Ja. Ja. Was denn? Nichts. Alles gut. Hey, Marvins Sound ist zwischendurch einfach immer richtig im Arsch. Okay. Aber immer nur so für ein oder zwei Sekunden. Dann ist wieder normal. Ja, das ist ja. Müssen wir ja nicht hören. Schweine hat, ich glaube, Ares und sein Projekt auch nicht gehabt, oder? Nee. Keine Schweine? Keine Schweine, ich habe mich in meinem Projekt schon schlecht eher gefühlt. Auf die neuen Sachen gestürzt. Was machst du da, Nugi? Hauptsache, du läufst einfach nur hier blöd hinter mir her, wie so ein Dackel, Leute. Was machst du denn? Komm mit. Ja, du weißt doch gar nicht, wie die Teststrecke laufen soll. Nugi so, ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Hätte nicht viel zu tun. Ich würde sagen, ich lege jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Echt hier lang? Okay, dann gehen wir hier lang. Ja, ich hätte hier gesagt, und dann hätte ich hier gesagt, hier, guck mal, hier, komm, wir machen so eine Kurve hier hoch. Weißt du, hier hoch. Ja. Und dann machen wir vor dem Feld, gehen wir dann nochmal ums Feld rum. Weißt du, dann gehen wir hier so, guck mal so. Ja. Weißt du, zack, zack. Und da oben kommt jetzt die Kurve, dann haben wir nochmal so einen schönen Berg mit drin, weißt du? Ah, okay. Aber diesen, um den Baum natürlich hier rum, weil sonst ist es natürlich zu einfach. Machen wir. So, guck. Dumm. Ja, genau. Alles gut, Deko. Ja, ich bin leider nicht zum Baumarkt gefahren, sondern zum normalen Laden. Und jetzt wollte ich hier quer durchs Dingsbums fahren, um den schnellsten Weg zu nehmen. Und da bleibt man an den Bäumen hängen und... Profi, also vielleicht hätte ich es doch lieber selber machen sollen. Ja, was machst du denn? Wenn du es richtig haben willst, musst du es selber machen. Ne? Man kennt den Spruch. Achso, noch einen dahin. Der Hate is real. Das passt, oder? Ja, das ist doch geil. Und dann würde ich sagen, hier steigen wir dann aus. Das, ja, dann haben wir das Feld. Und dann wird hier geschossen, warte mal. Da. Ja, warum stehen hier 12 Säcke Sonnenblumenkerne rum? Und dann schießt man das dann nimmt man, genau, dann schießt man hier bauen wir jetzt, hier bauen wir jetzt was hin, Nugi. Hier bauen wir jetzt was Nettes hin. Da. Hier müssen wir dann, das Huhn umklatschen, haben in dem Buggy selber eine Kühltruhe. Und müssen das Huhn dann mit der Kühltruhe wieder zurückfahren. Oh ja. Und der Erste, der da ist, hat dann gewinnt. Und durch den Fleischwolf drehen. Das heißt von hier hinten aber schießen. Okay, das können wir auch noch machen. Die Schneemänner, wer zuerst die Schneemänner fertig hat. Okay, aber machen wir so. Dann bräuchten wir ein oder zwei Fleischwürfe für jeden. Ich glaube, bei Deko ist noch alles gut, oder? Ja, ne?
kann nicht mehr Holz kaufen, ist das. Dann sollte das reichen. Okay, haben wir. Ach du Scheiße. Wir brauchen hier nur ein Podest. Rein? Wir brauchen ein Podest, dass wir da so hochgehen können. Kriegen wir das hin, Nogi? Ja, ne? Hallo! Alter, Mann, was hat mein Hund gemacht, Alter? Mein Hund ist ja richtig komisch drauf gerade. Digga, immer diese Menschen mit den Haustieren hier in den Videos, was zum Fake? Ey, weiß ich nicht, er hat sich gerade irgendwie gefühlsmäßig in die Eier gebissen und hat den voll gequiekt, so. Ey! Also, ich find's sehr verständlich, wenn ich mir die Eier beißen würde, würde ich auch quieken. Ei! Da, Hammer! Ja. Vielleicht hat er das von seinem Herrchen gelernt. Ja, genau! Fundament, Treppe. Wir brauchen hier noch eine Treppe. Warte. Kannst du die irgendwie dran basteln? Ich hab hier nur diese komische. Ich hab hier nur die hier, weißt du? Aber die will ich eigentlich haben. Ja, mach mal weg. Ja, warte, mach ich weg. Ja. An! Ich möchte hier. Aber oder das Ding muss fertig sein unten. Alter, was für ein organisiertes Chaos ihr habt hier. Weil diese hab ich hier. Die hab ich. Guck, ich glaube, das muss fertig sein. Weißt du? Damit wir denn so hochkommen. Also das Fundament muss hier fertig sein, glaube ich. Die Treppe habe ich auch gefunden, aber die wird nicht bis nach oben reichen, glaube ich. Es gibt nur diese andere Treppe dafür. Scheiße. Dann müssen wir die nehmen. Ist ja ums Eck-Treppe oder was? Aus dem Turm. Oder wir machen so. Und machen von da oben. Noch. Und machen da noch jetzt ein Dach dran. Ja. Möglicherweise hat sich mein Spiel aufgehangen. Was? Ich weiß nicht, ob das zu viele Bretter hier waren oder was. Okay, ich bin komplett gefreezed. Ich lauf mal hin, oder? Ja, sonst holen wir dich gleich ab. Ich mach mal hier Task beenden. Okay, ich bin wieder da. Nogi, komm her, wir müssen jetzt auch zurückgehen. Juhu. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Wir gehen das mal kurz ab hier, dann geht man da. Ja, das geht. Und dann die ganze Scheiße zurückfahren. Und es ist so ein bisschen face-to-face, ne? Falls die anderen lahm waren, dann kann man die da auch noch ein bisschen wegkicken. Also wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich nice. Face-to-face in Ransom, ich glaube, das haben sich die Mutschachos aber auch gewünscht. Face-to-face lese ich auf jeden Fall häufiger in den Kommentaren, ja? Ja. Wieder wegen irgendeiner Bestrafung, weil Deko wieder eine falsche Kamera aktiviert hat oder so. Ich glaube, daher kommt das. Okay. Dann ist das eigentlich so fast durch. Ich nehme hier nochmal einen Batzen mit. Nugi, hättest du mir mitnehmen können, du Lappen. So. Ach du Scheiße. Du sagst einfach gar nichts. Ja, ich habe da gerade noch ein bisschen gebastelt. Okay. Hallo. Hashtag ein. Okay, jawohl. Jawohl, ist gut, ja. Hi. Hallo. Jawohl, dankeschön. Okay, was haben die beiden denn jetzt da gemacht? Holz. Okay, Holz. Wir machen immer noch Holz. Okay. Wir müssen drei Dinger hochschaufeln oder so. Achso, ihr seid jetzt noch beim Baumarkt oder wie? Ja. Also so viel Holz brauchen wir auch nicht mehr, Leute, ne? Also ich wollte es immer gesagt haben. Ja, du hast gesagt, alles. Alles, was geht. Alles, was geht. Ich hab einmal so viel gekauft, wie ging. Okay, willst du die kurz runterschmeißen, die ganzen Zementblöcke? Dann kann ich da vielleicht mal kurz rüberfahren zu denen, dann geht es ein bisschen schneller. Nee, wir brauchen jetzt keine Hilfe mehr, wir sind schon zur Zeit hier. Ja, okay. Dann lass uns hier ein Podest draufstellen jetzt. Oder bauen. Dann kann ich... Genau, also man fährt hier los, fährt bis zum Ende, bringt das Huhn um, packt das Huhn in eine Kühlbox, fährt zurück ins Schlachthaus, macht hier die Wurst fertig, packt das da rein. Ein Gamer ist schon wieder aufgehangen! Egal, dann brüll doch nicht rein, wenn ich gerade was erkläre, ja, Rudi. Ich entschuldige mich vielmals für deine Gefühle. Man startet hier, fährt bis zum Ende durch, schlachtet das Huhn, packt es in die Kühlbox, fährt dann wieder zurück, auch wieder hier rein, läuft dann in das Schlachthaus, macht die Wurst fertig, hängt die in den Schrank, rennt raus und dann stellt man sich auf die Position, wo man ist. Entweder erster, zweiter, dritter oder wir brauchen noch so ein Klohäuschen für den vierten. Deal. Wir können für den letzten noch ein Horrorhaus bauen? Der wohnt dann einfach, der muss dann ins Horrorhaus gehen, den Rest seines Lebens. Oder kommt in die Scheune. Oder irgendwie so einen kleinen Schweinestall oder sowas? Ich schau mal kurz, was es so gibt. Wir haben auf jeden Fall noch den kleinen Hühnerstall. Da kann er reingehen. Ja, so perfekt. Hier, kleiner Hühnerstall, da geht er dann rein. Okay, Nogi, hast du eine Idee, wie wir die Plattform machen können sonst? Gute Frage, nee. Ich bin gerade auch am Gucken. Sonst könnte man einfach so ein Fundament hier einfach nehmen. So eins. Kann man da irgendwie noch was draufballern? Ja, drei Stück. Und dann da. Halt die Frage, ob man da oben drauf noch was ballern kann vielleicht. Wenn Warte das mal, kann man vielleicht... Hier, einen Tisch, guck mal. Tisch, komm, auf den Tisch, einen anderen Tisch rauf. Das wäre cool, oder? Kannst du noch einen Tisch auf den Tisch bauen? Ja, guck mal, es geht.
Kannst du noch einen Tisch drauf bauen? Ja, komm her hier. Mal eins, zwei. Deko, wo bist du? Drei. Ich bin jetzt nicht mehr da. Er hier. Den Trecker dann abholen. Der geht da. Ah, der ist egal. Der geht. Der ist egal. Da oben rauf. Kriegen da oben noch nicht hin. Kannst du da oben einen raufstecken? Nee, das ist ja das Problem. Shit. Er hat ja schon einen Tisch auf Tisch gebaut. Achso, dann reicht das doch. Tisch auf Tisch. Auf den anderen Tischen noch einen Tisch. Also auf dem dritten, zweiten Tisch noch einen dritten Tisch oben rauf für den ersten. Achso, nee, ich dachte so, der dritte, der hat eben gar keinen Tisch. Der zweite hat einen Doppeltisch und der andere hat einen. Ja, das geht aber. Kriegst du ihn da oben rein? Hier, dann machst du es doch mal direkt hier. Ja, da. Ja, ich brauch Höhe. Ja, warte, dann. Ja, das war das, was. Ich brauch hier den. Ja. Steig drauf. Das könnte klappen. Ja. Das sieht doch fresh aus. Und daneben haben wir dann den Hühnerstall. Guck mal, das geht. Ja, perfekt. Ah! Also sieht, ja. Nogi! Was denn? Ich doch gerade machen hier. Ja, der sieht auch jetzt ein bisschen schräg aus. Also mach den mal richtig drauf, bitte. Ey, der sieht gut aus. Ey, warum kriegt der zweite Platz jetzt auch noch einen? Achso, okay, ja, der ist ein bisschen. Also, weil ich noch was bauen wollte. Nogi, lass das, du kannst das nicht. So? Nein. Stell ihn rauf. Und so. Okay, perfekt. Dann jetzt bitte mit Leben füllen. Jetzt geht's los! Näher ran! Jawohl, jetzt wird hier gearbeitet! Das ist die richtige Kraft hier! Kraft! Strength! Wie geht's weiter? Ransom! So ähnlich. Der gute Jeremy. Okay! Sieht doch fresh aus, oder? Ist fertig? Ich schau nochmal ganz kurz, der soll ja auch noch ein bisschen Leben haben, oder? Okay, also der dritte steht auf dem Boden einfach nur. Ja, genau. Okay. Kann man da noch irgendwie so irgendwas dran klemmen? Ich muss nicht in den Hühnerstall. Ich hoffe, ich muss auch nicht in den Hühnerstall. Ich auch nicht rein. Wer möchte in den Hühnerstall? So, jetzt soll doch die Strecke fertig machen, oder wie? So. Würde ich sagen, ja. Man kann gar nicht in den Hühnerstall. Man kann nicht in den Hühnerstall reingehen? Der ist nicht groß genug zum, Hey, natürlich, guck doch. Achso, dann muss er reinspringen. Rein, reinspringen, das geht. Guck mal, die anderen. Wahrscheinlich kommst du nicht mehr raus dann. Achso, stimmt, wie kommst du wieder raus? So, bitteschön. Ich bin fest. Okay, wir haben unseren vierten Platz schon mal festgedingst. Nugi kann zum Rennen leider nicht antreten. Leute, guck mal, was ich mach. Guck mal. Ist egal, warte mal, kann man dich so befreien? Einfach der Ruder. Ruder da. Nee, ne? Du bist verloren, oder? Kann ich. Ja, warte mal. Nee, kann ich da jetzt einen Tisch oder einen Stuhl reinbauen? Nee, bleib mal hier, Nui. Warte mal. Gut. Auf den Scheiß hier. Ich bin draußen. Okay. Schade. Aber sonst hier vielleicht sowas noch reinbauen? Oh. Ja, immerhin so eine kleine Blume für den. Okay. Ich wollte hier auch noch irgendwie was anbauen an Dekozeug, aber es geht nicht. Weg, ne? Ja. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Metall hier. Und dann können wir die Strecke weiter ausbauen. Haben wir noch Metall? Ja. Ich hatte könnte das sein. Ich hatte 200 geholt auf den blauen. Da ist noch was. Hier. Ah, hier. Ja, ja. Also, du kannst da gerne noch irgendwie. Ich brauche ein. Ja? Eins? 10 Holzplanken. Ja, das sollte ja klar gehen, oder? Ja, aber wo sind die Holzplanken? Achso. Jetzt sind sie schon wieder weg, ja. Ah, okay. Da haben wir aber noch was. Neben dem Dings. Ja, wir haben was. Zweimal sollte reichen. Ja. Yeah. Schön. Kann man den noch anstreichen ein bisschen oder passt das so? Das sieht eigentlich schön aus, ne? Jetzt macht er hier noch schöner. Jetzt brauchen wir nur noch hier dann einen Huhn, ne? Nehmt euch einen Kopf mit oder ein normales Huhn. Ich nehme. Den dunklen. Ich nehme hier. Ich nehme Bob mit. Wo packen wir die hin? Packen wir die in den. Peter, Florian, Felix. Ist auch ein mit dem Namen eigentlich. Ich nehme meinen. Ich nehme die Peter. Mein Glückskock ist. Peter. Soul King Brook ist mein Glückskock. Mein Glückskock. Den packen wir einfach in den Hühnerstall. Mir ist es wirklich egal. Warte, ich brauch einen. Du willst sogar einen Cock haben? Alter Schwede! Ich geh nicht ran. Ja, irgendwo draufsetzen. Wir brauchen für Ares noch einen. Ares kriegt so einen kleinen. Ares kriegt Alex. Ja, ganz klein darf er nicht sein, weil das funktioniert nicht mit der Kühlbox. Ja. Wie wär's mit Iowa Blue? Da kommen alle mit. Jo. Hallo. Steig ein. Kannst doch so einsteigen einfach. Dann steig ich ein. Oh, hier bin ich falsch. Was macht ihr denn? Ja, wir kommen jetzt rüber mit den Hühnern. Ah, hi. Hast du da schon alles fertig gebaut, oder? Nee, ist doch nicht fertig. Okay. Aber fast. Nicht mehr viele.
Dann fahre ich mal bis da hinten rüber. Oh, das wird hier richtig interessant. Das ist hier wirklich die Winkelgasse. Und da kommen dann die Hühner rein hier. Yes. Aber wir brauchen Hult. Und die Fleischwölfe, wo kommen die hin? Hier oder? Im Schlachthaus. Ich glaube nicht, dass wir zeitgleich alle da sind. Deswegen müssen zwei. So ein Huhn aus dem Stall grabben und dann wieder zum Schlachthaus fahren? Ja, dann den gleichen Weg zurück. Deswegen sage ich ja face to face. Ach was! Okay, das wird krass. Deswegen, wir müssen schauen, ob Leute uns da noch entgegenkommen, weil es man richtig verkackt bei der Hinfahrt, weißt du? Wofür ist denn dieser komische Turm hier? Damit man von oben reinschießen kann. In den Hühnerstall. So okay, ich verstehe. Macht Sinn. Aber ey, wir müssen jetzt schon mal sagen, man darf dann nicht auf die Menschen schießen, ja? Da, falls man da einen Huhn rausholt und dann... Das müssen wir vorher schon mal sagen. Man muss schade. Es hier Regeln geben, ne? Aber wenn es ein Versehen war? Schwierig. Kann man jetzt von da oben reinschießen? Können wir mal kurz testen? Geht das? Oh mein Gott, das geht ja gar nicht, ey. Wir müssen noch höher, ne? Könnte sein. Warte, ich versuche mal durch den Zaunspalt. Haben wir dann okay, alle das Dinger geht nicht. Fertig? Okay, dann müssen wir dann vielleicht noch mal den Stall näher ranbauen sollen. Das stimmt. Den können wir immer noch näher ranbauen. Aber hier, wir können auch noch. Warte mal. Einfach eine Bodenplanke dahin. Warte, ich baue das Ding wo mal. Wo ist denn eben Holz? Neu. Hä? Wo ist denn. Ah, da, okay. Dann können wir das ja noch easy umstellen, oder? Sollte jetzt nicht das Problemchen sein. Genau, da ist gut. Da sollte ich erstmal einen. Zum Glück, dass wir es einmal durchgespielt haben. Aber es ist wie so ein Actionhof, oder? Den man dann irgendwie an Leute weitervermieten kann. Wollen Sie mit ihrem Betrieb, wollen Sie eine coole Abenteuer erleben? Dann kommen Sie jetzt zu den Ranch zum Lager. Warum? Warum nicht? Denk an ein Tor, ne? Deko, ein Tor. Hab ich schon. Wo? Da, wo du stehst. Okay. Dann mach die Scheiße zu. Alter, wie Deko baut, ne? Eieiei, zum Glück hab ich die hier gebaut. Alter Schwede. Oh, it's hooking Brook. Oh mein Gott, ey. Brook. Okay, dann einmal bitte rübertragen. Also ich muss sagen, ich finde den schön. Im Wesentlichen ist er zweckmäßig, das reicht. Das ist eine vierte. Rein hier, richtige Biohühner, die ernähren sich hier von Würmern. Aber wir müssen ja dann auch schon, wir dürfen ja nur unser Viech killen eigentlich, oder? Ja, wir sehen leider die Namen nicht, nee, das wird schwierig. Also Bob ist das männliche Hühnchen. Aber guck mal, die gehen auch alle hier in eine Ecke, Alter. Ja, wahrscheinlich, weil es da nicht zugebaut ist und denken, da kann sich raus. Ist wirklich so, ne? Könnte sein. Ah, oh, das ist natürlich super smart. Aber kommt man da jetzt hin? Also kann man da jetzt hinballern? Ich kann da jetzt reinschießen. Okay, sehr schön. Ein Schuss, also nehmen wir dann einfach eins, ne? Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir einfach eins. Wichtig okay, ist einfach nur. Ist die Strecke auch fertig? Die Strecke sollte eigentlich fertig sein, oder? Okay. Ich glaube ja. Lass uns mal abfahren. Dann müssen wir jetzt mit dem LKW gemeinsam zum Autoladen fahren und uns hier dann Quad kaufen. Yes. Ah, lass wir reinsteigen. Jo, komm rein. Niemand ist die Strecke jetzt vorher gefahren, um sich Nein. einen Vorteil nee. Zu ergaunern. Halt! Wir haben alle den gleichen Kenntnisstand. Dann kaufen wir jetzt einen Buggy. Ei. Dann gehen wir aber nochmal schlafen. Wir kaufen uns einen Buggy, gehen schlafen, ein bisschen Scheiß voll tanken. Was denn, Christoph? Ich sehe Christoph hier in der Nähe. Seht ihr auch Christoph? Christoph? Christoph ist irgendwie Christoph? Ist irgendwie in der Ferne. Irgendein Tier, was mir angezeigt wird. Christoph! Ja, okay. Christoph, ne? Krass, okay. Ist Christoph das Pferd? Christoph das Pferd. Marvin das steppende Pferd. So. Okay. Also, wir brauchen alle eine Kühlbox, ne, dass ihr Bescheid wisst. Und nochmal am Ende, dass ihr da auch wirklich Bescheid wisst, ne? Ihr fahrt da wieder in die Box rein. Rennt hier. Die Kühlboxen da schon? Rennt hier. Die sind hinten auf unserem Buggy drauf dann. Okay. Und dann müsst ihr wirklich eine Wurst machen. Ey, ich meine, wollen wir machen eine Wurst oder wollen wir machen eine Frikadelle? Gibt es Hühnerwurst? Gibt es Hühnerwurst? Weiß ich gar nicht genau. Nee. Gibt's nicht, ne? Nee, gibt okay. eine Frikadelle. Dann machen wir eine Hühnerfrikadelle, in den Schrank hauen und dann, ja, sofort zu eurem Platz. Wenn ihr da nicht hochkommt, hier zum ersten Platz, und der andere ist dann schneller, dann ist der Erste, ne? Erst wenn man seinen Platz hat, dann ist vorbei. Hallo, beruhigt okay. euch. Also. Ich hab gewonnen. Oh, geil, ey. Das kann doch richtig chaotisch werden. Okay, Party People, kommt rein. Wir kaufen uns jetzt einen Quad, gehen schlafen und dann geht's los. Digga, richtig King of the Hill hier, ey. Ich hab gewonnen. Wow. Kommt rein.
Alleinsteigen! Einsteigen! Waffe wegstecken bitte, dankeschön. Oh mein Gott, ey, das kann doch was werden. Das wird Chaos. Also, Digga, wie lahm ich bin. Mach mal die Tür zu hinten. Frischhaltetruhe auf den ja, Buggy stellen. Tür ist zu. Okay. Frischhaltetruhe auf den Buggy stellen. Ja. Dann, ich bin rausgefallen aus dem zuen LKW. Ja, wie aber, er auch einfach nicht anhält, wie es ihm einfach scheißegal ist. Nee, du hast doch da einen Buggy, dann nimm doch erstmal den Buggy, oder nicht? Dieser Arschstreichler, Alter. Okay, dann nehme ich den Buggy. Wollte gerade sagen. Aber, falls dir die Färbung nicht passt, schnapp dir gerne noch eine andere. Nee, ich kaufe mir einen neuen Buggy. Schnappt euch alle einen Buggy, ich mach meinen auf jeden Fall. Ah, wie soll ich den machen? Blau? Ich nehme Performance Blue. Oder soll ich? Hallo, ich will auch mein Blau haben, ja? Ja, nee, dann, also, nee, ich nehme weißes Pink. Ich nehme Orange. Was hast du jetzt genommen? Das normale Nutzfahrzeug oder wie? Was du am Anfang auch hast? Buggy, genau. Buggy. Achso, ist das richtig, ja. Buggy 800, Autokoffer. Wir haben aber einen pinken, haben wir schon draußen. Upgraden. Der ist nicht pink, der ist lila. Oder lila? Und der ist alt. Ich will keinen alten. Okay, Party People. Ich bin durch. Fresh, Digga. Oh ja, nicht tanken vergessen, ne? Ja, wir haben doch Benzintanks noch zu Hause, oder? Ach doch, ich muss mal raus. Ich fahr da mal hin. Nicht. Ja. Einfach vorbeigesneakt, ey. Ihr kleinen Ganoven, ey. Oh ja. Yeah. Extras, natürlich keins. Adios, scheiße. Okay, upgraden und verlassen. Guckt euch meinen Flitzer an, Junge. Oh, so, yeah. Kühltruhe nicht vergessen, ne? Kommt auch drupp. Fahr ich eben noch zur Tankstelle, sicher. Geht nicht, ne? Wir haben hier was, Deko, brauchst nicht Digga, hinfahren. Ich werd mich nachts auf jeden Fall rausschleichen und eure Reifen aufstechen oder so. Ah, wobei, das dürfte vielleicht nicht für alle reichen. Nee, fahr zur Tankstelle. Ja, ich bin schon fast da. Oh nee, wir haben doch hier unseren Tankometer, haben wir doch da. Tankanhänger. Ja, der ist auch full. Das stimmt, ja. Aber jetzt bin ich schon bei der Tanke. Ja, dann parke ich schon mal das Auto. Bei Nacht können wir einfach nicht fahren. Das wäre zu brutal. Da sieht man einfach nichts. Und Muchachos, dann gehe ich schon mal schlafen. 8 Stunden Schönheitsschlaf brauche ich nämlich mindestens. Oh ja. Ich bin auch auf dem Heimweg. Oh fuck. Da sind die anderen beiden Spezialisten. Hallo. Wollte mich in einem Baum verstecken. Guten Morgen, Party People! Alle mal bitte aufstehen. Wir haben heute Großes vor, ja? Das legendäre Rennen findet statt. Aber eine Sache haben wir ja noch fast vergessen. Wollen auch mal ein bisschen ballern am Ende des Tages, oder? Lass uns doch noch mal ein paar Sachen kaufen. Hallo, Nugi, bitte, ich mach nichts, ja? Moin. Hab dich verarscht. Hey. Dieser Trottel. Nimm am besten den großen Hänger, oder? Nehmen wir den großen Anhänger. Ja, beruhigen Sie sich bitte, Nugi. Warum ist das Ding in der Mitte eigentlich dunkel? So, okay. Ich hab's gefärbt, weißt du? Ah, ja. Für den Style. Okay, wir brauchen euch jetzt. Aris, Nugi. Ja. Deko ist noch. Deko steht da oben. Hallo, Deko. Was da? Zieh die Hose hoch. Achso, Deko. Deko wollte sicher was zu trinken holen, da war ja was. Hallo. Hallo. Deko, aufstehen, du faule Socke. Hallo. Wo bleibst du? Ja, los, komm her! Ich bin am großen Tag des Rennens brauche ich doch hier meinen Schillerschlaf. Dein Schillerschlaf, Digga? Was ist denn der Schillerschlaf? Ja, der mich dazu bringt, dass ich das Rennen gewinne. Also, wir müssen jetzt erstmal alle mitziehen. Ich würde sagen, jeder darf sich 5 Feuerwerkskörper nochmal raussuchen. Jeder darf sich 5 Feuerwehrmänner raussuchen. Okay, Deal. Peter, das gehört mir. Peter, das heißt zum Laden fahren, oder was? Würde ich sagen, ja. Aber ich möchte meinen Tank nicht leer rotzen. Deswegen brauchen wir entweder den LKW oder den anderen Klacko. Aber die sind beide nicht hier, kann das sein? Wo sind die denn? Also, ich fahre schon mal zum Laden. Aus. Ach stimmt, die sind ja vom Auto aus. Ja, okay, dann nehme ich aber nochmal meine Karre. Jeder nimmt sich jetzt seine Karre, holt sich da 5 Feuerwerk-Dinger, let's go. Perfekt. Welche Karre habt ihr jetzt eigentlich? Also ich habe gesehen, Aris hat lila, okay. Nugi hat Performance-Blau. Was hat Deko? Ich habe heißes Pink. Heißes Pink, aber ich befürchte, das könnte möglicherweise genauso aussehen wie Nugis, wie Aris lila. Achso. Aber ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Sättigung und Helligkeit konntet ihr auch einstellen, ne? Ja. Ich habe Pink genommen und halt nochmal hell gestellt. Aber mal schauen. Okay. Ah, wir müssen. Jetzt bin ich zum Baumarkt, ne? Gefahren, Alter. Ja, müssen wir doch auch. Müssen wir ja auch. Ja, was wusste ich doch, deswegen bin ich ja hier. Richtiger Clayco. Okay, wo haben wir ihn? Nugi ist ein richtiger Schwarzfahrer, ja. Hey, gar nicht, ich habe ein Ticket. Zeigen Sie mir. Ja. Wieder sicher? Das 10-Euro-Ticket, man kennt den. Ah, hier drunter kann man auch noch?
So, einmal bitte wegfahren. Weihnachten? Alter. Gibt's nichts mehr oder wie? Kann man nichts mehr einkaufen oder was? Ich kann kein Feuerwerkzeug kaufen. Wo ist das denn? Echt nicht? Oh, ist nicht mehr verfügbar. Nicht verfügbar. Krass, ey. Lol, ihr habt verkackt. Ja, wie haben wir verkackt? Warum gibt es das nicht mehr zu kaufen? Miese Klackos, ey. Das finde ich aber fies. Das finde ich richtig fies, ey. Das ist so typisch Loser-Koeffizient schon wieder, ne? Ich wir haben zwei. Ich glaube, eins haben wir noch. Okay, wir haben ein. Okay, dann haben wir zumindest ein Feuerwerk, Leute. Der Gewinner. Der Gewinner kann bei Tag ein Feuerwerk zünden. Hauptsache, ich schlafe nicht im Hühnerstall, der Rest ist mir egal. Ja. Achso, haben wir Nugi vergessen? Hey. Ja, komm her, ich nehme dich mit. Was für wir? Ich hatte ihn nicht dabei. Danke. Ich hab danke, Anke. Ja, Ares, ey, ich habe extra ein Ticket gekauft, bei Ares mitzufahren. Ja, für was ist? Ja, Alter! Hey, wir gerammt worden sind. Guck mal, der ist doch vorne. Lol. Oh mein Gott, ey, was war das für ein Maschinenreh, ey? Rambo-Reh war das. Okay, klar, bin ich habe schon mal mehr fahrerischen Skill als Ares. Hast du nicht? Da sehe ich mich schon mal vorne. Euer Guess, Muchacho. Muchachos, Muchachina. Euer Guess. Wer gewinnt das Ding und wer landet im Hühnerstall? Ich sehe mich ja leider im Hühnerstall, muss ich schon fast sagen. Ich glaube, das ist einfach... Es ist so unberechenbar durch die komische Physik und die Strecke über irgendeinen Hügel. Dann fährst du immer nach links oder rechts oder ich weiß nicht was. Also ich sehe, es ist echt schwierig. Ich tank nochmal voll hier, echt. Ich muss nochmal voll tanken hier, den Jürgen. Ja, du brauchst doch eh nicht, ey. Na... Aber je voller dein Tank, desto schwerer bist du. Ja, aber desto mehr Nitro kann ich zünden, weißt du? Wir sind nicht nur Formel 1, Digga. Okay. Hinten ran, ne? Ja, einmal ganz hinten ran, ja. Okay! Oh, das ist doch geil, ey. Ich muss sagen, ich freue mich richtig auf dieses Rennen hier. Es wird richtig geil, ey. Digga, wie ging... Warte. Ich muss nochmal eben losgehen und das Feuerwerk auf den ersten Platz stellen. Okay. Damit man als erster Platzmensch dann direkt das Feuerwerk ziehen kann. Also, hinfahren, Hühnchen killen, zurückfahren, Hühnchen wursten, Frikadellen. Ja. Ein Wursten. Ja. Und mit der Frikadelle da rauf oder was? Nee, die soll in den Schrank. Die soll in den Schrank, genau. Egal in welchen Schrank, nur in den Schrank, ne? Das klar ist. Also machen jetzt die Frikadelle, ne? Okay. Die Frikadelle. Ja, also den Schneemann. Den Schneemann. Den Schneemann, ja, okay. Ja. Okay. Den haben wir vorhin schon gemacht. Geil. Ich weiß nicht mehr, wie der geht. Okay, wer möchte runterzählen? Okay, ich zähle. Seid ihr bereit? Laufen eure Motoren. Einmal bitte alle F drücken, Motoren ausschalten, damit kein Rauch mehr kommt. Okay, ja, hab ich. Okay. 3, 2, 1, Zündung! Los! Nugi! Nugi, komm her! Ja! Nein! Nein! Los! Alles! Wohin? Wo ist die Strecke? Hier geht's lang! Ihr fahrt falsch! Digga! Ares, was tust du? Nein! Die beiden müssen doch verkackt! Nein! Oh mein Gott, wo geht's denn hier lang? Hier? Nein, ich häng fest! Nein! Ja! Okay. Ja! Nein! Alter, wir sind einfach. Wir sind alle gleich auf fast. Echt? Ich weiß nicht genau, wo Ares ist, aber. Okay. Los, hoch. Ich bin fest! Ja! Nein! Ich hab Arme zugepackt! Ey, diese Bäume hier! So, ich spring runter! Ja! Nein, ich hab die Kühlbox vergessen! Nein, wo ist die Kühlbox? Scheiße, ey, Junge! Nein, ey, ich bin. Ey! Ich kann nicht rausfahren! Weg! Ihr miesen Schlawiner, ey! Ey, irgendwer hat mein Hühnchen geklaut! Ey, ich kann einfach. Dick bist so Nazi, ey! Dick bist so Nazi! Das Ares, hi Ares! Hallo! Los! Weg mit dir! Nein! Ares! Ich seh nichts! Du mieser Zeitungsverkäufer! Nein. Ares landet im Hühnerstall. Gleiche Weg zurück, ne? Ja. Gleichen Weg zurück, ja. Okay. Wo seid ihr, miesen Ficker? Oh. Nein, los! Kann ich hier noch richtig fahren? Los. Tippel. Nein, ich häng fest. Ich häng fest. Aber. Ich komme. Oh, das sieht gut aus. Oh nein. Ja, das sieht richtig gut aus, funny people. Nein. Alter, ist die Strecke noch weit? Yo. Kann ich dich umfahren? Komm,
Man muss wieder direkt an den Zaun ranfahren, ne? Ja. Na, ich spring doch da hoch, Digga, spring doch da hoch. Scheiße. Ja, ja, ja. Oh nein. Nein. Okay, hier, Treppe. Nein, Mann, diese scheiß Bäume überall. Und Daddy, hinter uns, los, los. Nein! Nummer 1! Oh, mal schauen, wer ist die Nummer 2? Ah, Nogi! Nein! Warum? Er wollte sich in den Schrank packen. Nein, gib mir doch den Scheiß! Nein, was mach ich? Die Bäume! Digga, Ares ist doch nicht mal. Wo ist Ares, Alter? Digga. Lol, Ares, sind wir noch im Wald, oder was? Ja, ist ja, Digga, noch im Wald. Nugi, du mieser Arschficker, Alter. Ich nehme mich hier gerade auseinander. Ich weiß, ich glaube, Nugi hat geschummelt. Nugi hat gar nicht, stand gar nicht oben drauf und hat geschossen. Der hat sich einfach mein Hühnchen genommen. Echt? Nein, nein, ja. Marvin hat mein Dunkles erschossen. Ja, ich habe Soul King Brook einfach dann umgeklatscht. Hey, weil Soul King Brook war meiner, waren. Du mieser Ficker. So. Da hast du mein Hühnchen geklaut. Ah, oh, sorry. Ich hab da von oben übertrieben häufig reingeschossen. Ich komme unten an, einfach kein Hütchen mehr da, Alter. Ich hab mein ganzes Magazin da rein entleert. Das heißt, ihr beide, einer von euch beiden hat geschummelt. So. Ja! Oh, geil, Alter. Lass ihn in den Käfig reintragen. Aber Ares muss sagen, Respekt, ja. Bis zum Ende durchgezogen. Aber ich muss sagen, das war ein richtig, richtig geiles Finale. Es hat mir richtig gut gefallen. Aber mein Highlight wird es sein, dass Ares jetzt in die Hühnerbox kommt. Kannst du schon die Hühnerbox aufmachen, Deko? Oh yeah. Der Hühnerbox, ihm ist offen. Rein mit dir. Ich will dich. Es war schön, aber... Hallo, ey. Rein da. Ey. Das große Finale, Muchachos. Rein da mit dir. Rein in den Hühnerstall! Ja, was machst du denn hier? Runter mit dir! Nein. Los in den Hühnerstall! Oh Mann, ey, so eine Scheiße! Du musst von hier drauf reinspringen, kommst da so nicht rein. Hä? Von wo? Von hier oben. Vom Podest aus. Vom Podest aus, okay. Ja. Aber guck mal, du hast sogar Dekoration beim vierten Platz, haben wir nicht? Mhm. Ja. Junge! Du musst springen! Ja, ich habe aber auch Flex, Digga. Hast du nicht vergessen. Okay. Komm mal hier! Du musst schon einfach! Ja, ihr habt doch keine Lex hier vor! Direkt hier an die Kante! Oh, ist das geil, ey! Los, ja, rein mit dir! Ja. Mach die Buchse zu da! Du! So, Muchachos, es war uns wirklich eine Ehre. Diese Staffel war auch wieder grandios. Und ich würde sagen, zum Abschluss gibt's jetzt noch ein paar Schüsse in Ares. Dankeschön für alles, Muchachos, dass ihr dabei wart. Es war grandios. Ja! Wir haben alles Neue mitgenommen. Und ich denke mal, sobald die Unreal Engine 5 da ist, werden wir auch nochmal reinballern. Wir starten das Feuerwerk, Muchachos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns in den Himmel gucken. Sieht es auch bei Tag nice aus. Wir werden es sehen. Oh, geil, Digga, meine Nacht hat das echt geil ausgesehen, ey. Oh, fresh. Also, Muchachos, dankeschön, dass ihr dabei wart. Schaut auf jeden Fall auch bei Nugi und Ares vorbei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Reingehauen. Ciao, Muchachos. Bis dann, reingehauen. Das war total.